Mitte der 70er Jahre kamen in Bayern jährlich bis zu 35 Kinder auf dem Schulweg ums Leben. Die Zahl ist heute deutlich niedriger, dennoch immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen mit Schulkindern, auch in München. Letztes Jahr hatten wir eine Steigerung der Schulwegunfälle um ca. 30% innerhalb des Polizeipräsidiums Münden, also Stadt und Landkreis Münden. Und das ist natürlich auch für uns nochmal eine Herausforderung, hier nochmal genau drauf zu gucken, wo denn da die Ursachen sind. Und wir hatten ja auch einen tödlichen Unfall letztes Jahr, wo ein 9-jähriges Mädchen durch die Unfallursache toter Winkel ums Leben gekommen ist. Die Gemeinschaftsaktion Sicher zur Schule, sicher nach Hause und die Polizei haben heute Maßnahmen für mehr Sicherheit auf dem Schulweg in der Grundschule an der Stielerstraße vorgestellt. Im April werden in Bayern über 100.000 Kinder eingeschult. Dann sollten jetzt schon nach der Einschulung sozusagen die Eltern diesen Weg mit den Schülern mal abgehen, damit die dann im September auch sicher sind auf diesem Schulweg. Ein Schwerpunktthema war heute der tote Winkel. Solche Gefahren erkennen die Kleinsten im Straßenverkehr nur selten. Das sind Sachen, die wir natürlich einem Sechsjährigen oder einer Sechsjährigen noch nicht so direkt mit einmal vermitteln können. Und da spielen die Eltern immer wieder eine ganz erhebliche Rolle. Viele Eltern wissen nicht, dass sie auch selbst eine Gefahr für ihre eigenen und andere Kinder sind. Zum Beispiel, wenn sie ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Wenn sie dann eben in zweiter Reihe stehen bleiben oder hintereinander einfach stehen bleiben, wieder wegfahren wollen, rangieren. Letztendlich ist es aber so, dass neben den Verkehrsgefahren auch die Kinder halt den Schulweg dann nicht mehr einüben. Und das ist das, was eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Deshalb sind Schulweghelfer eine große Unterstützung. Petra Baumhackel begleitet die Schüler der Grundschule an der Stielerstraße bereits seit 20 Jahren. Für ihre Arbeit wurde sie heute geehrt. Ich bin schon stolz darauf, 20 Jahre dabei zu sein. Ich habe selber fast nicht glauben können, dass es schon so lange ist. Und ja, ist eine schöne, nette Anerkennung. Sicher zur Schule, sicher nach Hause. Damit das so bleibt, werden in München noch mehr Schulweghelfer benötigt. Und auch die Eltern können zur Sicherheit ihrer Kinder beitragen.